da sind wir wieder. Inas Nacht, ich freue mich so. Er ist da, der Fernsehstar, Koch Steffen Hensler. Juhu! Deutschlands beliebtester Wetterfrosch Sven Plöger ist da. Johannes Oerding singt uns was, und zwar richtig toll. Jiddisee ist da und singt auf Jiddisch. Und wir haben einen kleinen, dicken, fetten Axel Lotl, der heißt übrigens auch Steffen. Schnalli! Geschmack, jeden Fisch, zack und runter, den Kopf gräten los in den Topf. Oh, mais oui, c'est ça toujours delish. Le poisson, er liebt le poisson. Mit dem Beil haut er sie in zwei. Was nicht schmeckt, schnallt er raus. Für den Rest kriegt er Applaus. Für den Fisch heute frisch. 1, 2, 3, begrüßt mit mir Steffen Hensler. Na du Sack! Na du, alles fein? Ja, du hast ja einen Fisch in deiner Sendung, eigentlich zwei, ne? Fisch, die Goldfische. Ja, Ina und Udo. Genau, Ina und Udo. Und die zwei bekanntesten Teetrinker Hamburgs. Ja, genau. Ja. Und ich habe dir jetzt auch einen Fisch geholt. Oh, okay. Das ist Steffen in seiner Küche. Okay. Das ist ein Axolotl, kennst du die Axolotls? Oh, die sind sehr hübsch, stimmt, ja. Und den habe ich gesehen und dachte... Das passt. Ja. Das freut mich. Gemein. Aber. Willst du durchrücken? Ja, ich bitte doch drum. Ja. Und du den einmal angucken, weil wir haben uns sehr viel Mühe gemacht damit. Krass. Der heißt Steffen. Der heißt Steffen. Und manchmal, guck mal, bewegt er sich. Okay. Und manchmal geht er dahin und kocht und so. Ja, hübsch ist was anderes, ja, ne? Hübsch ist immer was anderes. Den hättet ihr Frank Rosin nennen sollen. Der hätte gepasst. Ehrlich? Ja. Ich habe gerade gelesen, du bist auf Platz 2 der hübschesten Köche und auf Platz 1 ist Studer. Wer ist denn Studer? Kennt ihr Studer? Wer ist denn Studer? Das ist doch gar kein Koch. Aber wer ist denn das? Doch gelogen! Ach, der ist Käppi immer verkehrt rum. Alles klar. Ah, ja, gut. Hast du das auch gelesen, dass der auf 1 ist? Nee, das ist, wusste ich noch nicht. Achso, das hat mich aber schon. Kann ich mal ein Bier haben? Ich brauche mal was trinken. Auf den Shop brauche ich ein Bier. Ja. Zwei Bier. Steffen, du hast mal in einer Kneipe für 3.000 Euro abends gesoffen. Wo war denn das? Das wären ja 1.000 Bier. Nee, das ist ja dann eher in die harten Alkoholiker. Es geht in Richtung Wodka, Champagner, also Jahrgänge, Krug Champagner, dann feine Cuvées und so. Dann waren wir auch ein paar Mann mehr und dann... Ist das nicht wahnsinnig dekadent für 3.000 Euro? Wüsste ja keiner, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Aber irgendwo muss es ja gestanden haben, sonst wüsste ich es ja nicht. Ja, ich wollte mal gefragt. Du musst es ja, irgendwo gesagt haben. Ja, ich habe es so im Interview beiläufig erwähnt. Ich wusste nicht, dass es irgendwo aufgeschrieben wird. Was heißt dekadent? Wenn du eine geile Party hast und dir geht's gut und mal richtig die Sau rauslässt, so what? Wo ist das Problem? Da kann man mal 3 Minuten platt machen. Ja, das stimmt. Dann sind, komm, wir machen Prost. Ja, Prost. Cheers, ne? Prost. Prost, Jungs. Hey, hey. €1.000 versoffen. Ja, mein Gott. Erst ist so unbodenständig. Und dann ist ja diese 18.000, die Polizei dann von dir gekriegt hat, ist ja gar nicht so viel eigentlich dann. Das stimmt natürlich. Oder? Das war aber ein anderer Abend. Der war nicht so schön, ne? Was heißt, war nicht so schön? Das war halt... nicht schöne würde ich gar nicht sagen. Das war halt eine Lehre. Ich bin halt ein bisschen zu schnell gefahren, mal hier und da eine rote Ampel mitgenommen. Völlig abgedreht. Die Passanten mussten von der Straße hüpfen. Das ist ja die große... Stimmte das denn alles? Das stimmt eben nicht. Nein. Nicht? Nein, ich hatte damals einen gepflegten Porsche Turbo und war auf dem Weg mit meinem Bruder zurück abends. Wir haben mit, Peter? Mit Peter? Und dann abends noch herumgefahren. Und das war nachts um 2:30. So, und dann stand ich Berliner Tor. Und da war so eine rote Ampel, keine Sau weit und weit kein Auto. Ich denke so, oh, komm, fahren wir eben rüber. So, merkt doch keiner. So, und das ging halt 5-mal so und dann haben sie es doch gemerkt. Ja, ehrlich? Ja. Und dann haben die dich aber rausgeholt aus dem Auto und dann hat die Polizei gesagt... Das war krass. Und dann haben die gesagt, du hättest wahnsinnig arrogant und überheblich und unsympathisch und gewalttätig reagiert. Also,
Es ist so, ich hielt dann irgendwann an, wollte meinen Bruder gerade rauslassen, dann parkte vor mein Auto rückwärts auf einmal einer davor. Ich denke so, oh Gott, jetzt will er bestimmt einen Vortrag halten. Wollte gerade zurücksetzen, weil ich denke, das muss ich mir jetzt nicht anhören. Guck nach hinten, ein anderes Auto. Ach, die waren in Zivil? Ja, ja, ja. Ach, so, ja, ich dachte, die waren in Zivil. Nein, nein. Euch zeige ich. Nein. So. Und dann auf einmal, zwei Sekunden später, habe ich zwei Pistolen am Kopf gehabt. Unser Fenster war auf, mein Bruder auch. Und ein Geschrei. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und raus aus dem Auto und dann rausgeflogen und hin und her. Nicht lachen, ich müsste so lachen. Ja, nee, ich sagte ja am nächsten Tag, kein Spruch, hier, so eine Beule gehabt, da hat er mir das Ding fast in den Kopf reingedrückt. Richtig so und dann ja, so aber richtig, so, weil die dachten, wir hätten irgendwas überfallen. Und dann, ach so, und ja, ihr seid auf der Flucht? Ja, die dachten, wir hätten irgendwas geklaut. Ach, ich habe überlegt, wer hätte so hinten frischen Fisch drin und der muss ganz schnell hin, damit der frisch zubereitet wird. Ja, und das Beste war aus dem Auto raus und dann haben sie uns natürlich Handschellen hinten auf dem Boden und standen wir und dann sage ich zu meinem Bruder rüber, keine Aussage. Und in dem Moment mein Kopf einmal kurz bong auf die Motorhaube. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen mit gleichen Waffen dann zurückgeschossen, weil die haben wahrscheinlich dich auch erkannt und haben irgendwann gesagt, der damals, kann das ab. Damals habe ich gerade angefangen. Ach so, dann kann ich mich da so doch noch nicht. Nee, kann es doch nicht. Hast du Schiss? Nö. Hast du manchmal Schiss denn vor sowas? Nee, nicht mehr, ne? Nö. Damals. Du hast als Kind schon so doll mal locht. Ich auch, aber ich habe gemolken, aber du hast damals schon in der Gastro geholfen. Ja, mein Vater hat sich ja relativ früh selbstständig gemacht. Da war ich so... Na, so 8, 9 Jahre alt. Mhm. Und da habe ich schon richtig immer mitgeholfen. Flaschendienst. Was heißt denn das? Ach so. Abräumen. So abräumen. Nee, angefangen so mit, was ich, Flaschen auffüllen, Telefondienst, Teller wegtragen. Mit 8, 9 Jahren? Ja. Hallo, ich darf mir was kann ich für dich tun? Nee, ich habe einen kleinen Augenblick, ihm wird gleich geholfen. Das war mein Satz. Nein, Augenblick. Genau, ich gleich geholfen. Ja, das war mein Satz, der war sogar aufgeschrieben. Ach, ehrlich? Ja, der stand neben dem Telefon. Das ist aber ganz niedlich. Weil wenn mein Vater damals in Action war, das Telefon klingelte, jemand wollte reservieren, dann hieß es, geh ran, sagst du diesen Satz und legst den Hörer daneben. Und das hast du damals schon Geld dafür gekriegt? Ja, ja. Ich glaube damals, was gab's da? Ich glaube, vor D-Mark-Zeiten, weiß ich, eine Mark die Stunde oder so. Obwohl, aber da hält aber nicht mehr. Schlecht für 8, 9 Jahre. Ja, eben. Muss man erst mal verdienen. Fand ich auch. Ich fand's auch nicht schlimm, ich habe auch gerne gearbeitet. Und war also, dir da schon klar, dass du Koch werden willst? Nee, null. Und dann warst du Koch und dir war klar, dann habe ich gedacht, wärst du jemand, der sagt, so, jetzt will ich aber nach Frankreich, nach London und nach Hösengössen und möchte Sternekoch werden. Aber es war gar nicht dein Ding, weil du sagst, Sternekoch verdienen kein Geld, also Sterne-Restaurants verdienen kein Geld. Sagen wir so, damals habe ich das nicht gedacht. Also ich habe ja der Laden, wo ich war, das war ja ein Sterne-Restaurant, gehörte zu den 30 Besten in Deutschland. Aha. So. Und dann war die Lehre fertig. Mein Vater hatte mittlerweile auch einen anderen Laden. Da habe ich erstmal in Hamburg gearbeitet. Aha. Und dann kam diese Liebe zum japanischen Essen. Also ich habe es gerne gegessen, gerne Sushi gegessen und so. Ja, aber, und damals, wann war denn das? Wann kam denn Sushi eigentlich auf, dieses neue moderne Zeugs, würde meine Mutter sagen? In Deutschland? Ja. Lass mich lügen, so Ende der 90er, sagen wir so Mitte, Ende der 90er ging es los. Ist hier Sushi, Jungs? Das war aber ein schwaches Nein. Ja. Ihr könnt ruhig zugeben, dass ihr es esst, ja? Wie, nee? Die brennen beim Braten immer so an, die Dinger, ja. Ne? Und dann habt ihr das Hänsler und Hänsler aufgemacht? Genau, knapp anderthalb Jahre später. Und da gibt's da nur Sushi? Nee, gibt's da andere Sachen. Da gibt's auch was, gegrilltes Fleisch zum Beispiel. So eine asiatisch angehauchte Küche. Aber auch gebratene Fischsachen, verschiedene Salate, Suppen, gebackene Sachen. Also gibt's alles. Wart ihr mal da? Ja. Ihr wart da? Ja. War lecker? Ja. Ja? Ich war auch da und ich musste, es ist ungefähr anderthalb Jahre her und es war sehr lecker, aber es war wahnsinnig laut. Weil wir hatten uns das sagst du ja die Richtige. Nee. Das sagst du jetzt ja die Richtige. Bist du denn noch oft da eigentlich? Es wird weniger. Er muss ja. Ja. Machst du viel Fernsehen? Ja, nun, was soll ich machen? Ne? Ich bin jetzt 40 geworden, vor nicht allzu langer Zeit. Was heißt hier, oh, so eine Frechheit. Ja, aber 40 ist doch ein schönes Alter, findest du nicht? Ja, super. Ja. Super. Und, ich jetzt weiß man alles mit 40. Du weißt jetzt man schon denkt, mal man weiß alles, ja. Ja, man denkt, man weiß alles. Hast doch alles schon erlebt. Du hast doch alles schon gehabt. Nee, hoffentlich nicht. Das wäre langweilig. Dachte ich jetzt so. Nee, ich hoffe, da kommt noch was. 13 Jahre Ehe. Stimmt, ja. Kann ich nicht sagen. 13 Jahre Ehe finde ich schon ziemlich toll mit 40. Ja. Von 20 bis 33. Du bist gut vorbereitet. Ja, ja. Stimmt, und danach aber hast du gedacht, jetzt lasse ich aber mal lange raushängen, oder nicht? Also da wurdest du jetzt lass ich mal lange raushängen.
Es war doch so, dass... Lang raushängen kann ich natürlich ja. Kann man sagen, kann man sagen, dass die Scheidung so ein bisschen zeitgleich mit deiner Popularität war, dass du sagen konntest, jetzt kann ich sie alle haben? Nee, hatte damit nichts zu tun. Und warum haben alle anderen Frauen sofort schwuppsiwupps, weil du sie befruchtet hast, Kinder von dir gekriegt, aber die Frau in den 13 Jahren nicht? Okay, nächste Frage, warte mal. Ach ja, ich wollte noch ein bisschen fragen, so eine Kochausbildung, ne? Warte mit dem anderen. Ja, ich würde auch noch. Mom, geht mal zurück, meins ist tot, bitte. Neues. Okay. Du bist ja hier runter, irgendwie 200 Meter. Auf dieser Seite. Auf dieser Seite. Wir könnten dich quasi, wenn der Fisch nicht ganz so frisch wäre bei euch, aber das ist er ja, dann könnte man dich hier riechen. Könnten das riechen, ja. Ja. Kannst du noch Sushi sehen? Oh ja, jeden Tag. Ja? Isst du jeden Tag Sushi? Nicht jeden, aber wenn ich da bin, immer zwischendurch. Was ist dein Lieblingsroll? Spicy Tuna. Das mit Schafgewürz und Thunfisch. Ja. Die finde ich lecker. Ach, da habe ich direkt Speichelfluss. Sie Spicy und Tuna ist schon toll. Soll ich was bestellen? Nein, wollen wir bestellen bei euch? Brauche nur ein Handy oder ein Telefon. Joey geht auch. Nee, wirklich? Und dann? Nur Spicy Tuna ein paar. Ja, ja. War da gerade deine Freundin auf dem Handy? Das ist doch nicht meins. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, du hättest jemandem dein Handy gegeben, falls was ist. Wie telefoniert man damit? Video. War das deins? Sag mal eben. Wo der Hörer ist. Ja, ich hab so ein Ding nicht. Das wissen die kleinen Babys drücken schon immer. Ich bin neulich an der Alster vorbeigegangen und da stand ein kleines Baby vor einem Schild. Da war ein kleines, tiefes Schild. Einfach flach auf der Erde, wo drauf steht, welche Bäume man sieht an der Alster. Und das Kind ging dahin zu dieser Platte, die so auf dem Boden stand, und drückte immer drauf, weil es wollte, dass der Computer angeht. It's a bit crank. Ah, ja. Geht gleich los. Bist du sicher? Ja, ja, manchmal kann. Wo ist jetzt die Scheiße? 23 sagen die. Ach, jetzt wollte Sushi haben. Ja, ja, Banane. Weißt du? Ja, Lampi. Aber nur warm. Ja, die wissen schon, was es ist und dass ich es teuer jetzt ist. In der Warteschleife meines Restaurants. Ist das geil? Oh Mann. Was? Warum ist da eine Warteschleife? Weil die wenn immer einer anruft, dann hast du einen in der Warteschleife. Das hänge ich sozusagen dran. Aber sobald ich durchkomme, bestelle ich. Bist du ein strenger Chef? Ich? Nee. Haben die Angst vor dir, wenn du reinkommst? Sie sagen, pssst, Steffen kommt. Nee, die Freunde. Hensler kommt. Nee. Ich finde, ich kann diese Mentalität, die man herrscht in Deutschland, dieses, weißt du, immer wenn du, ich finde, meine Philosophie ist, weißt du, mir geht's ja gut, es läuft gut bei mir, deswegen verdienen auch die Jungs von mir gutes Geld. Mhm. Ich finde, wenn du oben der Chef mit dem Erfolg hat, dann müssen die anderen auch was abkriegen. Deswegen verdienen die mehr als alle anderen, die es gibt und haben auch Bock ans Arbeiten und freuen sich über den Erfolg, den ich habe. Weil wenn ich nur rumlaufe im Fernsehen, sag mal, ich bin der Größte, fahre mit dicken Autos von Laden und die kriegen 280 Mark, dann ist mich Arschlecken, dann weißt du? Das ist natürlich doof. Genau. Wie viele Autos hast du denn eigentlich? 6. Ja, die fragen witzig, aber nicht alle selber. Witzig. Ja, das sind alte Gurken bei. Das sind aber alte Gurken sind wahrscheinlich alte Porsche-Gurken von 54 oder sowas mit Original-Lock. Nein, die sind alle verteilt. Die weiß das alle gar nicht selber. Ach echt? Meine Schwester fährt eins und so. Ja, ja. Ja, du hast so viele Halbschwestern. Jetzt ist es Ich bin's. Sag mal, kannst du Karma mal sagen, er soll mal 4 Rollen machen, aber bloß anständig. Ich bin im Fernsehen und lauwarm, die müssen warm sein. Dann soll mal einer sie rüberflitzen hier zum Schellfischposten. Das Publikum zweifelt, dass es reicht. Ja, genau, ich möglichst schnell. Danke dir, ciao. Der Arme. So. Hast du gesagt zu Frau Müller in... Ja, wenn ihr Hunger habt, um die Ecke, ja. Ganz einfach. Ich hab so was Lustiges gefunden. Ja, lenk ruhig ab. Das ist ja ein Bild von dir, ne? Ja. Halt es mal bitte in die Kamera. Ja. Und dann sagte eine, als wir über dich sprachen, wir haben lange und viel über dich gesprochen, sagte eine Redakteurin, ach, der Hensler sieht irgendwie aus wie Daniel Brühl. Und dann habe ich gesagt, nee, finde ich gar nicht. Ich finde, der sieht eher so in dünn aus. Findet ihr nicht, dass der aussieht wie Jack Black? Wie Jack Black? Daniel Brühl habe ich auch schon mal gehört. Guck mal, der sieht aus wie du. Jetzt halt mal um. Und jetzt sag noch mal was. Das sind Zwillinge. Jetzt mal ehrlich, in dick natürlich. Ja, wenn ich jeden Tag 10 Rollen mehr reinschiebe, dann lauwarme Rollen müssen lauwarme das dann Rolle. Sein. Lauwarme Rolle. Ein bisschen, ne? Ja, ich gebe dir recht. Aber Daniel Brühl habe ich auch schon mal gehört. Anna. Ja, aber es ist, glaube ich, die fehlende Oberlippe, haben wir dann gesagt. Okay. Das Daniel Brühlige. Also diese, der hat einen und ich nicht, oder was? Er hat beide keine. Ah, okay. Weil ihr habt alle so das, was man früher immer nachgemacht hat. Nein, im Positiven. Also du siehst ja, du weißt ja, dass du gut aussiehst. Wie geht's unseren Steffen da hinten? Noch, guck mal, hat den Herd aufgemacht. Oh ja, Hunger. Ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ganz spannend fand. Ja. Und zwar, kochst du zu Hause für deine Freundin? Selten. Sie ist Vegetarierin.
Ja, also ist auch kein Fisch, kein Fleisch. Ach, ehrlich? Ja. Ein guter Freund von mir sagte, ja, das ist ja Perlen vor der Säule. Ich sag ja. Aber ein bisschen ist es so. Ich esse ja gerne witzig, Fisch und Fleisch. Und richtig viel. Ja. Okay. Gut zu wissen. Aber vielleicht orientiert. Ja, so eng ist das jetzt auch nicht mit ihr. Also, ich gerade zu überlege. Orientiert sie sich ja auch noch mal um und keine isst noch mal Fisch und. Nein, gar nicht. Nee, immer schon Vegetarierin. Immer. Ja, ja. Muss gutes Essen immer teuer sein? Nee, absolut nicht. Und warum ist dein Laden dann so teuer? Hallo. Also ich, teuer. Der war gut. Der war aber gut. Ja, den hast du mitgenommen, den gönn ich dir auch. Aber der ist doch nicht teuer, mein Laden ist doch nicht teuer. Findest du nicht? Nee, finde ich nicht. Oh! Ah ja. Wobei, hallo. Guten Tag. Na? Ich hab was zu essen. Ja, können wir mal ein Mikrofon haben? Jörg, danke. Hallo, danke. Willst du da reinsprechen? Wie ja, heißt du denn? Ich heiße Anne. Und du bist hier nebenan beim ja, Hänsler. Wie ist er denn so als Chef? Total nett. Geht sich noch ein bisschen ungenauer? Nee, nett? Auch manchmal ist er überhaupt noch da bei euch im Land? Ja, klar. Hast du ihr das alles gesagt vorher? Ich habe schon eine SMS geschrieben mit dem Essen. Von nichts. Nein? Nee. Na, wir wussten das auch nicht, ehrlich gesagt. Ist peinlich, jetzt hier drin zu sein? Nö. Wie lange arbeitest du da schon? Seit einem Jahr jetzt ungefähr. Und was verdienst du? Geld. Krieg ja eh nichts raus. Nee. Wir bedanken uns für ja, Spicy Hot and Spice ja, Sushi. Das sieht natürlich schon jetzt wirklich gut aus. Da bin ich jetzt so gemein. Dankeschön. Ja, danke. Dankeschön. Wie machen wir das denn jetzt? Geben wir das? Gehen wir das rum? Ich muss das mal selber eins probieren. Ehrlich? Aber wenn wir dann so ein bisschen hier sitzen und uns ansprechen, stinken wir dann nicht nach Fisch? Wir stinken ja beide, ist ja egal. Aber dann isst du auch einen, der stinkt. Ja, nochmal. Wir geben es gleich rum, ne? Keine Angst. Kostet aber Geld, wenn mir das klar ist. Halt, hör mal auf. Bist du so? Bist nein, du wahrscheinlich, bin nein, bist nicht, du wahrscheinlich nicht. Bist du geizig? Null, ich hasse geizige Menschen. Ja, ich hasse das auch. Ich hasse geizige absolutes Menschen. Absolutes No-Go. Ganz schlimm. Geiz ist ätzend. Geiz, eh widerlich. Was ist denn das? Das Thunfisch. Das hier ist nicht. Das ist mit Garnele Thunfisch. Das ist so ein bisschen scharfer Thunfisch. Ich würde dazu raten. Das hat so eine. Das ist erwürzig oder süßlich? Extrem fettig aus. Guck mal. Ja, komm, geht doch. Du bist doch gut in Form. Nein, aber du weißt, was ich meine. So, das meine ich ja, mit. Ja, aber ich würde dazu raten. Ja, ich würde jetzt das nehmen. Dann mit Fleisch. Ach so. Nimm mal das hier. Oder nimm den. Nimm mal den. Nimm mal den. Nimm mal den. Also Sojasauce brauchst du eigentlich nicht. Weil da ist Lustsoße drauf. Jetzt nicht. Macht dich das in der Sendung nicht immer wahnsinnig? Ich mach mich krank. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Könnte man das nicht einfach weglassen? Ja, anscheinend nicht. Das ist geil. Den Ingwer so toll. Du findest den Ingwer so toll? Ja, davon würde ich gerne auch ein bisschen was behalten. Okay. Findest du es doof? Ja, ja. Ja, ist mir ruhig. Immer das Grüne hier, das ist immer auch ganz angenehm. Ja, das kann ich nicht. Das esse ich immer gar nicht. Oh. Okay. Aber ja, die Dinger sind der Hammer. Und die sind natürlich auch sehr gut gemacht. Ja, natürlich. Die sind jetzt nicht von dir gemacht. Das hast du gut erkannt. Wer hat die denn gemacht? Hast du das weitergegeben? Ja, natürlich. Muss ich ja. Die Art und Weise ist halt der geschrieben auf Pergamon? Auf Pergamon, no. Ich habe gesprochen. Weil das größte Problem bei den meisten Sushi-Rollen ist das Verhältnis zwischen Reis und Füllung. Ich will es mal zeigen. Ich fasse jetzt einfach mal. Guck dir mal diese Rolle an. Da siehst du halt, da ist der Reis wirklich sehr, sehr dünn. Ja. Der hält sozusagen die Rolle nur in Form. Siehst du? Der Rest ist Füllung und außenrum, weil du willst ja nicht Reis schmecken, so, du willst das, was in der Rolle ist, schmecken. Und das, was außenrum ist. Das ist das Geheimnis. Weil sonst ist immer ganz viel Reis drumherum. Reis. Schmeckt's nichts? Kalter Fisch? Hängt mir da so Essen irgendwo? Weil ich leck das mal hinweg. Nein, siehst gut aus. Wir würden das jetzt mal weitergeben, und zwar die legen wir da rein. Ja. Und dann, wer hilft uns denn mal eben? Wie du würdest du das mal direkt? Jeder darf eins, solange wie was da ist, ne? Ja. Anders geht's leider nicht. Tschüss. Wenn's leer ist, ist der Händler schuld. Ach so. Hat schon mal einer dein Essen zurückgehen lassen und gesagt, ich hab einen Hahn in der Suppe? Das passiert schon. Ehrlich? Mhm. Und wenn man sich übers Essen beschwert, wann ist denn da der beste Zeitpunkt? Direkt. Halb aufessen nein, und sagen... Nein, eben nicht. Das ist es halt. Ich glaube, das halt ist doch nicht so gut. Nee, du hast oft das Problem, dass die Leute erst komplett leer essen und dann sagen sie zum Kellner, ja, das war aber sowas von salzig und das passt auch damit nicht zusammen, aber der Teller ist komplett leer. Was das macht man dann als Chef? Ja, wir sind da sehr kulant und sagen, okay, nimm's von der Rechnung, aber eigentlich müsstest du, wenn du es isst und dir schmeckt es nicht, sofort Bescheid sagen. Aber hast du dich nicht dann dazu geäußert? Aha!
so sehen sie aus, liebe Lemsburger, wenn sie zum ersten Mal was sehen, was sie nicht kennen, ne? Jungs, ja. Und kann man essen? Wollen wir singen? Ich freue mich, du hast Udo Lindenberg rausgesucht. Ich muss Johnny singen. Johnny Controlletti, ja. Natürlich, jeder muss singen, der hier ist. Ja, ist Johnny Controlletti. Ja, ich wollte es nicht, ne? Und ich würde gerne irgendwie mitsingen, kann ich aber nicht, weil es gar kein Singlied in dem Sinne ist, ne? Oh Gott. So. Ich habe gelesen, dass du E-Gitarre spielst und du willst jetzt selber Piano. Nee, ich lerne gerade Gitarre, das stimmt. Ja? Ich lerne Gitarre und habe neulich meinen beiden Zwergen. Habe ich Westerland. Sonst lese ich immer ein Buch, habe ich Westerland von den Ärzten gespielt. Also, was heißt gespielt? Wie viele Akkorde sind das dann? Es waren nur zwei und dann Dings. Und die eine, die Fünfjährige, meinte danach zu mir, Papa, das hört sich nicht so gut an. Ehrlich? Ja. Und ich dachte, dann hört Tochter, sich das wahrscheinlich wirklich noch richtig schlecht an. Und du willst aber E-Gitarre lernen, weil das was ein Mann so tun muss, oder? Ich habe einfach Bock gehabt, ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Und deshalb habe ich immer gesagt, okay, jetzt mache ich es einfach mal. Und habe mir Gitarrenunterricht nehme ich jetzt. Du willst kein Macho sein, du hast einen Porsche, du willst E-Gitarre spielen. Du willst was so unterschieben hier heute, ne? Du weißt doch selber, dass du ein bisschen Macho bist. Der letzte, ich glaube, der letzte Macho. Aber ist es nicht so, in dieser Männerwelt mittlerweile, wo Männer immer diese komischen Tücher um den Hals tragen, obwohl gar nichts ist, ja? Den Sylter Kringel, den finde ich noch besser, so, diese Pullis, die so Hosen anhaben, die unten zur Wade immer schmaler werden, morgens in Coffee to go trinken. Irgendwelche komischen Mützen haben, wo du denkst, sie haben was geklaut hinten drin. Also das Metrosexuelle, findest du, ist dir zu weich dann. Nein, ich finde, ich bin ja nur mal ein Kerl. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, du wärst so einer, der auch so morgens aufsteht und dann noch so früher, weißt du, so ein... Also einer, der mit seiner Morgenlatte rausgeht und erstmal den Elch erschlägt. Und so einer. Der dann die Frau an den Haaren in die Höhle zieht und sagt, so, wir wollten singen. Sich nicht hin, nee. Dann singe ich doch lieber. Komm, wir singen. Also ich eigentlich nicht, weil ich es gar nicht kann, aber du kannst es. Ich kann es nicht. Wissen wir noch, wie es geht? Okay. Oh ja. Oh mein Gott. Denk an die Bierdeckelchen. Ah ja, Einsatz verpasst, ne? Okay, warte. Weil ich war, ich war wieder in Amerika. Und da traf ich einen Herrn von der Mafia. Er lud mich ein in ein Macaroni-Restaurant. Und ich dachte, okay, geh's mal mit. Vielleicht wird das ganz interessant. Er sagt, ich heiße Johnny Controlletti, Buongiorno, Senor. Ein kurzer Wink und eine schwarze Limousine fuhr vor. Und später saßen wir in der Chicago Bar und an jedem Platz Chianti rief er, hallo Oma, noch ne Ladung. Und zwar Avanti, Avanti. Und dann packt er sich das Glas, das volle, und sagt, alles unter Kontrolle. Hakenstreifenanzug an und Gamaschen wie Al Capone. Und die Beule in der Jacke, die kam von der Kanone. Juhu, Steffen Hensler! Sing Udo Lindenberg! Aber es ist auch. Du hast es ganz toll gemacht. Ich finde Lindenberg singen so schwer, weil der nicht so Töne, also der singt nicht. Nimm mal was wie schön, ne? Ja. Also, der macht dann hab ich das gesehen. Und es ist immer, ja, der macht nicht, dann hab ich das gesehen, sondern immer, dann hab ich das gesehen. Und ich höre immer gar keine Melodie, ich könnte nie singen. Ja, das Lied kenne ich schon seit ich vier bin, deswegen dachte ich, singe ich wenigstens ein Lied, wo ich den Text ganz gut drauf habe. Hat ja jetzt funktioniert. Also halbwegs. Ich bin sehr begeistert. Ja. Ganz toll, dürfen wir die zurückgeben, wollen wir mal Bierdeckelchen einsammeln und uns da oben raufsetzen. Wie hat euch denn das Sushi geschmeckt? Habt ihr was gekriegt? Burner, kann man sagen. Ist schon toll. Sitze ich denn hier richtig? Ich kann das heute mit meiner nasalen... Du musst uns auch noch weiter aussprechen wieder, weißt du? Also. Kannst du auch ein schönes Likör oder was, ne? So.
Ich habe heute leider kein sexy Röckchen für euch, Jungs. Machen das anders. Danke. Vido, wie war's beim Arzt? Alles gut? Okay. Das haben wir gesehen. War beim Arzt heute. Echt? Wir haben ganz viele. Guck mal, wie viele. Wow, okay. Könntest du dir dein Essen selber schlachten? Ja. Ja? Das könntest du ja mit der Morgenlatte dann direkt machen. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen du mit Morgenlatte hast. Ich weiß nicht. Ich habe dieses Bild einfach so lustig. Das ist so ein Zeichentrick, habe ich so vor Augen. So wissen wie Sie, du da ja, langläufst und dann natürlich sein, ja? Ein Tier erlegst und es dann auch nur selber zubereitest. Ja. Was würdest du schlachten können? Also würdest du, ich glaube, du Tiere aus Respekt töten? Dafür, glaube ich schon. Denke ich schon. Man muss Respekt vor den Tieren haben und dann das auch zu machen. Ich kann sie nur verarbeiten und sagen, oh, kann ich nicht anfassen. Das geht doch nicht. Wie würdest du den Axolot zubereiten? Steffen, mach dir nichts draus. Nicht. Nee, den würde ich gar nicht zubereiten. Der ist echt sweet. Den würde ich nicht zubereiten. Auch nicht einen Sushi-Roll draus machen? Wenn, würde ich ihn grillen, notfalls. Aber nicht, nee, den würde ich sonst nicht zubereiten. Ab wann ist Fisch alt? Wenn er stinkt. Ist so, ne, oder? Wenn Fisch nach Fisch riecht, ist vorbei. Und wenn man immer sagt, da muss Zitrone drauf, ist doch auch Quatsch. Nee, das ist von früher. Wenn man sagen würde, der Fisch, oh, geht der noch? Jo. Zitrone drüber. Dann geht er noch. Hast du schon mal eine Frau beim ersten Date bekocht und sie musste danach kotzen? Oh. Nee, nicht kotzen, aber sie hat einen Allergieanfall gehabt, das stimmt. Das habe ich gelesen, du hast dann weitergegessen. Nee, ich hab sie schon ins Krankenhaus gebracht. Hast du das gemacht? Also ich dachte, du hättest dann einen Notarzt angerufen und dann hättest du gegessen und sie wäre in die... Nee, ich hab sie schon hingebracht. Aber als du zurückkamst, hast du aufgegessen? Nee, war trocken dann. Na gut, ihr mich beruhigt. Wo fängt das an? Wie oft kannst du deinen... Was? Führerschein, ach so, noch verlieren? Schauen wir mal. Gibt's da eine Auflage eigentlich? Nö. Ich hab den zweimal abgegeben. Und habe 12 Punkte. Ja. Und die haben mir den abgenommen, weil ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Bisschen, ja. Ja, einmal dreimal am Tag. Da musste ich abgeben und einmal richtig doll zu viel. Aber nicht so viel wie du. Du warst 91 zu viel. Oh. Ja, aber 91, das fährt mein Auto mal gerade mal. Was hast du denn gedacht, als du 91 zu viel hattest und das machte tschu. Scheiße, ne? Und dann ist er weg. Und ja. Musstest du schon mal einen Idiotentest machen? MPU? Mhm. Ja. Wie ist das? Schwierig. Bin einmal durchgefallen. Ja, die mochte mich auch nicht sonderlich. Nee, darum geht's ja aber nicht. Ich finde, die Schwierigkeit ist, ich habe bei dir das Gefühl, wenn du ganz ehrlich bist, bist du eigentlich gefährlich für die Umwelt im Verkehr. Echt? Bei mir ist es ruhiger geworden. Ich bin auch entspannter. Jetzt Testosteron schon nach, oder was? Nein! Wer ist der heißeste TV-Koch Deutschlands? Schwer zu beantworten. Fällt mir nicht an. Horst Lichter, ja. Ja, ihr seid so ein bisschen horstig wahrscheinlich, weil der so ist wie ihr, ne? Mit dem Bart und so. Ja, schön Butter und Sahne, ne? Ja. Das möcht ihr, ne? Isst du manchmal tiefgekühlte Pizza? Nee. Ich auch nicht. Ich bin aber auch kein Pizzatyp. Ach so, ich bin ja ein wahnsinniger Pizzatyp. Okay. Und was hast du denn deine Freundin, was andere Frauen nicht haben? Was hat deine Freundin, was andere Frauen nicht haben? Das finde ich wieder ganz spannend. Mich als Freund. Da wäre ich mal nicht so sicher. Ich glaube, an dieser Stelle ist das Schöne, was ich jetzt sagen kann. Manchmal stehe ich morgens in meinem Badezimmer und putze mir die Zähne. Und dann kommt aus meiner Küche Musik und dann sage ich, das ist so schön. Dann gehe ich in die Küche und sage, würdest du mit diesem Lied mal in meine Sendung kommen? Das sah gerade aus wie Morgenlatte, ne? Nee, das ist eine Zahnbürste. Und dann sage ich, würdest du mit diesem Lied mal in meine Sendung kommen? Und dann sagt er, ja, ich komme mit dem Lied in deine Sendung und jetzt gehe raus, ich muss üben. Und jetzt ist er da und ich freue mich so, begrüß mir mal Johannes Oerding! Haben Sie manchmal Déjà-vu? Du warst ja schon mal da. Oh, irgendwas ist nicht an, ne? Oder zu viel an? Willst du mal im Rhein machen? Läuft. Läuft? Gitarre läuft auch? Ja. Ihr läuft auch? Ich freue mich. Ich wäre soweit.
Ja, ich mach ja schon. Du Armer. Ja, denn mal 3, 4. Ich hab erstmal so getan, als ob es nicht interessiert. Doch schon beim zweiten traurigen Lied hab ich kapituliert. Ich bin raus unter Leute, hab andere Augen angelacht. Bin in Kneipen ertrunken, weil ein Mann das halt so macht. Ich wollte so viel nachholen, hab die anderen beneidet. All diese feinen Typen mit ihren freien Geistern. Sitz zwischen vollen Aschenbechern in meinem viel zu großen Zimmer. All die SMS, die Fotos, die heile Welt liegt in Trümmern. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Bestimmt feierst du gerade mit irgendwelchen Spacken, die dir sagen, was du hören willst und über deine Witze lachen. Oh, oh, oh. Und ich rede mir ein, dass ich dich nicht mehr vermisst, aber ist mir längst klar, dass das nur ein Alibi ist. Mich total, dass ich nicht nochmal gekämpft hab, nur weil mein Stolz diese Option nicht gekannt hat. Ich würd nochmal alles setzen, wenn du jetzt hier wärst, aber diesmal auf dich doch nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Spiel zu beginnen und alles das, was mir jetzt fehlt, nochmal zurückzugewinnen. Mich verletzt. Johannes Ade! Also, gar nicht so schlecht, mal in meiner Küche zu sitzen und Musik zu machen. Wenn ihr auch mal in die Sendung kommen wollt. Darf ich dir das mal eben in die Hand drücken und mich hier einmal kurz so anstützen? Und 3, 4. Kennen wir, ne? Manchmal, wenn es regnet, habe ich Wut auf ihn. Obwohl es mir erzählt hat, trotzdem nie die Sonne schien. Es gibt Tage, sogar Wochen, wo
wo absolut gar nichts stimmt. Von dem, was er sagt, was ich nicht verstehe. Mein Gott, jeden Tag eine falsche Prognose. It's raining, Sven. Halleluja, it's raining, Sven. Raining, Sven. Cool, hot, stormy, geil. Er hat den speziellen Style. It's raining, Sven. Begrüßt bei mir Sven Löger. Cool, hot, scharf und geil. Er hat den speziellen Style. It's raining. Guck mal, guck mal. Ich bin die ganze Zeit... Ich hab Zeit das dahin gemacht. Zwischen, ja, ich weiß. Für und die dich. Ganze Zeit zwischen euch beiden dieses Wetterhäuschen. Ich muss das angucken. Ehrlich? Ich brauche, ja, wir, also Steffen? Als Meteorologe. Ja. Redet ihr noch was? Jetzt ich muss meine Ruhe... Ruhig, Juri. Nur noch mal um dieses Bild noch mal... 28 Grad, Kinder. Haben wir es? Ja. Steht ehrlich. Warm, ne? Und das findet ihr, und hier ist schon die Klimaanlage, kommt hier schon raus. Ja, ich wenn du dich umdrehst einfach, ja. Dann kannst du wieder hier in die Bank rutschen. Ja. Da so. Jupp, oh, Entschuldigung, bitte. Macht nichts. Wie ist meine Regieanweisung? Du setzt dich jetzt hier hin, Sven. Ja. Na? Da. Du warst 2010, warst du der beste Wetteransager Deutschlands. Hat die Jury gesagt. Ja, und was hast du dafür gekriegt? Einen Preis. War das einfach nur so ein... Ein Regenschirm? Nein, ein marmornes Teil, 6,9 Kilo schwer. Also wenn dann ein... Der ist wirklich 6,9, ich habe ihn gewogen. Wenn dann Einbrecher kommen, damit kannst du alle erschlagen. Aber will auch keiner so richtig haben, so ein Riesending, ne? Doch, ich schon. Ich würde ja gern so ein bisschen chronologisch davor gehen. Ein Bier auch noch für Steffen. Ist doch schon da. Ja, ja, hier nicht. Jungs! Ja, Jungs! Prost! Prost! Es ist so spannend, du wolltest als Kind immer ein Vogel werden. Ja. Ja, ja, kein haben, sondern werden. Es ist wirklich, es gibt wollte die Geschichte. Wollte dir eher schon so Meisenknödel hier hinhängen. Ja, dann hätte ich mich hier gar nicht mehr ins Gespräch eingeschaltet. Nee. Dann hätte ich nur noch gespeist. Nee, es ist wirklich so. Mein Vater muss mich, also das ist ja kolportiert. Ich kenne die Geschichte ja nicht so wirklich, weil ich ja noch relativ jugendlich war. Ich konnte so gerade reden. Ich konnte übrigens wohl angeblich mit einem Jahr schon reden. Aber ich habe mich erst mit 2 Jahren entschieden, mich das erste Mal zu bewegen. Nee. Das ist, glaube ich, relativ schlau. Das ist voll komisch. Ja, ich bin, natürlich bin ich voll komisch, das sieht man doch. Du bist ein Axolotl. Ein was? Ein Axolotl. Riecht das? Nein, da ist ja unser, hinten unser Steffen. Ist da hinten. Die waren übrigens vor 65 Millionen Jahren viel größer, ne? Ich glaube ja, die sind jetzt geschrumpft. Dass der in dieser Größenordnung ist. Nein. Erzähl weiter, dein Papa hat der hat damals mich gefragt, was man einen Zweijährigen klassisch fragt, was möchtest du beruflich machen? Und da habe ich wohl geantwortet, Vogel. Das hat er dich als Zweijähriger gefragt? Ja, also in unserer Familie geht es anders so als in anderen Familien. Aber damit kommt man zurecht. So aber das Doofe ist, als Vogel verdient man später natürlich echt wenig. Deswegen bin ich ja keiner geworden. Ja, wahrscheinlich. Da hättest du doch ein Problem. Aber es war immer schon so der Blick nach oben. Und dann bist du Meteorologe geworden. Meteorologe, das ist nicht so leicht. Ne? Macht immer Meteorologe. Ja. So wie bei Loriot, dieser Hund, wo man fragt, kann er sprechen? Da! Ja, ja, das, schwierig. Darauf kommt es an. Und ganz viele sagen ja auch, man wär zum Beispiel Metrologe, obwohl ich ja von U-Bahn überhaupt nichts verstehe. Nee, Metrologe ist aber auch lustig. Meteorologe, was ja auch irgendwie da oben ist. Aber du musstest es jedenfalls studieren und es war ja dann nicht mehr richtig nur Wolken gucken, das sondern ist, Mathematik und das, Physik. Das ist total übel. Ja. Also man kommt ja dahin, weil man so diese Wolkenguckbegeisterung hat. Also Cumulonimbus capillatus incus, alto cumulus translucidus perlucidus. Cumulonimbus capillatus incus. Wie nochmal? Ganz langsam. Cumulonimbus capillatus incus. Das hört sich an wie was Schlimmes mit Zunge bei Verwandten. Ganz genau. Und genau, weil man das nicht so gerne thematisieren möchte. Spanisch. Hört sich nicht gut an, finde ich. Für eine Wolke. Deswegen ist der Alto Cumulus Translucidus Perlucidus auch besser.
Du hast aber erst Radio gemacht, bevor du Fernsehen gemacht hast. Ja. Und also, wie, das heißt, du empfandst dich eigentlich eher als Radiogesicht als als Fernsehgesicht? Ich fand mich gar nicht als Gesicht. Also ich habe angefangen mit der Meteorologie und habe einfach Wettertexte geschrieben. Also nachdem ich am Anfang eine Doktorarbeit habe machen sollen und dann irgendwie nicht so richtig wollte und dachte auch, Mensch, mach mal was mit Wettervorhersagen und so weiter. Bist du denn Doktor jetzt nicht, ne? Hast du nicht bin jetzt nicht Doktor. Vielleicht in einer halben Stunde, aber jetzt nicht. Okay. Und dann kam irgendwann ein Radiotrainer, der eigentlich für die Kollegen war und der sagte dann zu mir, ja, was ist denn mit dir? Willst du nicht auch mal ein Radiointerview machen? Und ich sage, ich muss kein Interview machen, ich muss immer nur schreiben. Und dann sagte der, komm doch mal her und red mal ein bisschen was. Dann habe ich mich vor ihn gesetzt und habe so einen Wetterbericht gemacht. Und dann war der Wetterbericht fertig. Er sitzt vor mir, guckt mich an. Ich entschuldige mich anhaltend, weil ich denke, das ist schlecht. Ich sage dir, ja, das ist doch klar, wenn du mich hier einfach fragst. Und dann sagt er, boah. Du kannst ja Subjekt, Prädikat und Objekt in der richtigen Reihenfolge und bist eine Goldgrube. Ehrlich? Ja. Und damit warst du beim Radio? Ja, erstmal war ich eine Tomate, weil mir das natürlich wahnsinnig peinlich war, weil ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Und eine Woche später war mein erstes Radiointerview. Und da ist dir direkt was rausgerutscht. Was denn? Der Sonne-Wolken-Wix. Nee, der war nicht im ersten Radio. Ja, das war nicht das erste, das war so das dritte oder vierte. Ich war dann langsam locker und dachte, hey, Radio, kannst du ganz entspannt. Und dann wollte ich sagen, der Sonne-Wolken-Mix. Horror! Sonne-Molken-Wix. Da war raus. Gesagt, also Molken hast du auch noch gesagt? Ich habe Sonne-Molken-Wix gesagt. Das ist sehr lustig. Daraufhin hat sich Kampfmann direkt gemeldet und gesagt, willst du nicht ins Fernsehen? Da hat er gesagt, du musst ins Fernsehen. Du bist einer von uns. Du bist einer von uns, du gehörst dazu. Und das, ja, sehr schön. Und da hat es dann am Anfang ja geheißen, als die erste Anfrage war, ob ich das nicht im Fernsehen machen könnte, hieß es ja, da war dieser berühmte Satz, du siehst zwar scheiße aus, aber du kannst reden. Den habe ich als Kompliment genommen. Aber ich verstehe das gar nicht. Ich freue mich immer so, wenn ich dich sehe. Ich sitze hier. Ja, ich freue mich. Ich meine, ich gucke Steffen auch gerne an, aber ich muss sagen, ich gucke dich auch. Ich gucke ja immer wie so ein Hund, der was nicht versteht. Also ja, immer das so. Ich sympathisch. Wollen wir mal so ein bisschen über dich als Menschen quasi unabhängig vom Wetter sprechen? Was ich nicht wusste, ich wusste, dass du bergsteigst, ne? Ja. Bergsteiger Kilimandscharo. Willst du dieses Jahr? Nächstes Jahr? Wann willst du das machen? Ich war ja schon mal oben. Einmal warst du schon da. Jetzt nochmal? Nochmal. Du machst aber nicht nur Bergsteigen, sondern, hold you fest, I do. Tauchen, Bergsteigen, Gleitschirmspringen, Segelfliegen, Motorfliegen, mach weiter. Jetzt war aber vieles schon durch. Ich muss mal auf deiner Liste nachlesen. Ja, das ist das, was ich da habe. Ja, also was vor allen Dingen nicht, es heißt nicht Gleitschirmspringen, sondern Gleitschirmfliegen. Ach, also ehrlich? Man fliegt wirklich. Das ist nicht Fallschirm und einfach runter und dann wie Felix Baumgartner aus 39 Kilometer und hat dann überlegen. Hast du das beeindruckt mit dem Typen da? Ich fand das recht hoch. Ja? Also, Prost. Prost. Cheers. Ich freue mich so, dass du da bist. Ja, du bist der erste Meteorologe, den ich kennenlerne, Sven. Ehrlich? Prost, Jungs. Zum Wohle. Sag mal, es gibt doch immer so Hoch und Tief, ne? Man kann doch ein Hoch kaufen oder ein Tief kaufen. Ja, und die Hochs sind immer Frauen und die Tiefs sind Männer. Das wurde geändert. Eine, wie ich persönlich finde, recht interessante Kombination aus Alice Schwarzer und Jörg Kachelmann haben damals 1999 dafür gesorgt, dass das geändert wurde. Ah. Und jetzt ist in einem Jahr sind die Tiefs weiblich und die Hochs männlich, so wie man es früher schon hatte. Und im anderen Jahr ist es dann eben genau aber man umgekehrt. Aber man kann es doch kaufen. Ich könnte doch dann irgendwie ja, so ein Hoch kaufen. Man Ina. Kann ein Hoch kaufen. Ich könnte dir zum Beispiel Ina kaufen. Ja, okay, aber, wenn, aber könnte ich auch sagen, ich kaufe ein Hoch und nenne es Arschgeige? Und nee, du müsstest dann da stehen und sagen, das Hoch Arschgeige hat heute... Das geht ich, nicht. In deinem Fall würde ich das machen. Ansonsten würde ich das immer sagen... Das machen für mich. Ich also, kaufe das auch. Wenn die Arschgeige... Aber ich muss also, pass auf, Arschgeige nennen. Pass auf, wir müssen vielleicht noch Ausgang... Nein. Ja. Also, ich muss jetzt mal einen ernsten Satz loslassen. Also das bestimmt die Freie Universität Berlin. Und die haben schon Namenslisten. Und ich bin nicht sicher,
ob der Name Arschgeige drin ist. Eher nicht. Aber ich kann natürlich mal mein Wort dafür einlegen. Einmal nur. Ich weiß halt nicht, was dann passiert. Das Hoch übrigens kostet 299, das Tief kostet 199 Euro. Woran liegt das? Weil ja, das Hoch weil die, beliebter ist? Nein, weil die Hochs meistens länger da sind, weil sie langsamer unterwegs sind. Und dann hat man länger seinen Namen und deswegen muss man dann auch mehr Geld bezahlen. Also auch so eine Universität und ist der Run auf diese Hochs und Tiefs ist zu kaufen nicht wahnsinnig groß, hoch? Ich weiß nicht, ich verkaufe die ja nicht, aber es wird alles, glaube ich, durchweg verkauft. Wie viel? Wollte ich gerade sagen, wer kriegt es denn dann? Das ist eine spannende Frage, die müsste man mal eruieren. Und würdest du nicht Rabatt kriegen? Also wenn ich Arschgeige und Ina und Steffen kaufe, dann könnte sich das ausgehen. Das wäre ganz lustig. Ja, ich bemühe mich mal. Ich setze mich für dich ein, Ina. Ich sag. Ich finde das lustig. Das. Was ist mit? Ja, die haben dann leider, die machen das so immer rund und dann haben die immer schon relativ schnell wieder neue Namen wie Annegret und Amalie und sowas. Und da muss ich durch eine schnelle Aktion dazwischen hauen und sagen, außerdem habt ihr noch nie Arschgeige gehabt. Bauernregel, kennst du Bauernregeln? Lustige. Jetzt Arschel brummt das Herz. Hier, unser Chanting Core kann das. Ja, stimmt. Ina. Ja, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? Richtig. Kotzt der Bauer über den Trecker, war sein Frühstück nicht so lecker. Genau, das sind die Highlights. Ich habe eine neue gelesen, die fand ich süß, die kannte ich noch nicht. Regnet's der Kuh auf das Horn, kommt der Regen von schräg vorn. Den mochte ich ganz gerne. Der ist super. Ich finde auch. Und stimmt ja auch meistens. Außer ja. Bei den Kühen, die rückwärts gehen. Ja, Was ist mit gefühlter Temperatur? Warum wurde die erfunden? Da sagen ja ganz viele, die wurde erfunden, damit wir Wetterfrösche noch tiefere Minima angeben. Also noch tiefere Nachttemperaturen, dass wir sagen können, minus 10 fühlt sich an wie minus 40. Aha. Ist aber nicht so. Um wieder allen Leuten Angst zu machen. Das ist was ganz Vernünftiges. Der Tim wird das auch wissen. Und zwar hat das zu tun... Der meint jetzt Tim Melzer. Ich habe jetzt Tim gesagt. Ich weiß genau, was in dir vorgegangen ist. Du darfst einmal zuhauen. Ich nehme auch die Brille ab. Aber es war der Tim Melzer, der in dir rauskam dann, ja. Oder? Nein, das war der Tim Hensler. Der Tim Hensler. ARD ist der Melzer-Sender. Ja, eins noch zwischen Koch und... Also wie der Steffen, wie ich schon sagen wollte, wie der Steffen auch weiß, die gefühlte Temperatur... Gott. Die Minima, wenn man in den Bergen unterwegs ist und es wird dann mal so richtig kalt und es kommt noch Wind dazu und Feuchtigkeit dazu, dann frierst du dir den Arsch ab. Genau, dann frierst du dir die Arschgeige werden. Da ist die Runde geschlossen und diese Temperaturangabe, die errechnet wird aus Feuchte, aus Wind, aus all diesen Dingen, wie es auf der menschlichen Haut wirkt, ist für dich ein Warnkriterium, ob es Erfrierungen geben kann, ja oder nein. Also ist eine vernünftige, berechnet, dann bleibt man halt drin. Ja. Was ja in den Bergen nicht immer möglich ist, drin zu bleiben. Was ich so süß finde, du hast eine Stylistin. Ja, was meinst du, warum ich wenigstens so aussehe, weißt du? Was wäre wohl sonst? Wie war es denn vorher? Kommt die mit diesen Hemden und das sagt, möchtest du nicht Sven, wissen. Plögi, zieh das mal an und so. Und das die hängt, also ich habe der gesagt, also es war ja so. Ich habe damals eine Phase gehabt, wo ich sehr verschiedene Klamotten auch selber ausgewählt habe und die Stilsicherheit war nicht immer gegeben. Und das hat irgendwann, glaube ich, Stefan Raab aufgedeckt. Der hat nämlich mal einen Zusammenschnitt meiner Begrüßung beim Wetter im Ersten gemacht. Da kam dann erstens immer raus, dass ich mache immer so. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Wetter im Ersten. Da mache ich die Arme immer auseinander. Das fand ich dann auch lustig, das habe ich beibehalten. Aber das hat er, glaube ich, nicht gemerkt. Das Pastoral ist immer so dieses ja, Hallo, liebe Wetterjünger und Jüngerinnen. Ich wollte immer nur irgendwie alle so aufnehmen in meinen Wetterbericht. Aber das Problem war, und das hat er, glaube ich, nicht gesehen, jeden Tag mit einer anderen Krawatte. Und die Krawatten, die sahen so schön aus, dass ich danach gesagt habe, ich brauche jemanden, der mir wirklich hilft. Und dann kam eine an und hat in meinen Schrank geguckt und gesagt, oha. Und dann habe ich gesagt, du darfst jetzt frei wählen. Und dann war der Schrank leer und er wurde neu gefüllt. Und jetzt kriege ich immer was rausgehängt und das ziehe ich unvoreingenommen an und
Seit der fühle ich mich wohl. Ich muss noch was fragen, und das beschäftigt mich eigentlich am meisten von allen Wetterfragen. Oh. Es gibt die Anomalie des Hamburger Wetters, was Haarprobleme angeht. Das heißt... Da fragst du jetzt mich. Ja, und zwar sagt man ja, dass in Hamburg lustigerweise Menschen krause Haare haben, und wenn die umziehen, nach dann München fallen, zum Beispiel, die ab. Dann sind die auf einmal glatt. Woher, und woher kommt das? Woher nicht das? Was meinst du? Ja, in München läuft vieles glatt, also man weiß es nicht. Das ist, das Hamburger Wetter ist ein sehr feuchtes Wetter. Wir sind meeresnah. Wir haben ja manchmal auch so ein bisschen das Salz in der Luft noch. Wir haben häufig Schauer zwischendurch, aber Aufhellungen. Aber Steffen und ich, wenn wir jetzt in München wohnen, wenn auf einmal glattes Haar hätten? Weißt du, wisst ihr, wie ihr da aussehen würdet? Ja, so. Ganz glatt wahrscheinlich. Ja, du hast ja Hamburger Locken, das sieht man ja. Locken? Du hast doch Locken. Alter, wo hab ich denn Locken? Du hast total Locken. Sag mal, hast du fünf Bier oder was? Wo hat er denn Locken? Wo hab ich denn Locken? Wo hat er denn Locken? Also würdet ihr nicht sagen, dass der Hänsler Locken hat? Ach, guck mal, wie die aussehen. Ja, ach, guck mal, das meine ich. Das ist die typische Hamburger Frisur. Ja. Siehst du, Sturm erprobt. Wie schnuckelig ihr aussehen. Sturm erprobt. Ich finde, Jungs, ihr seht alle mindestens jeder für sich 40 Jahre jünger aus. Das ist super. Kommt nur noch so in die Sendung. Da gewöhnen sich alle dran. Können wir mal eine haben davon? Hast ich hätte gerne eine, die schönste, die ganz rechts. Nee, darf daneben. Ja, deine, die ist am schönsten. Das hat gedauert, bis ich die da drauf hatte. Ach komm, zieh ab. Also, jetzt macht's danach. Och, wie schön. Einmal für dich. Guck mal, wir haben auch die gleiche Frisur in Roh. Können wir die nicht alle haben? Ach, guck mal, das mach ich jetzt mal. Mach mal rauf. Das ist schön. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, wie immer live im Wetter am Ersten. Man weiß es nicht. Heute Abend wir wenn wir die Ukraine ja, das ist der Moment, wo meine Zeit... Sag mal das Hocharschgeige an, bitte. Meine Zeit... Sag einmal. Soll ich mal? Ja, bitte. Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen, wie immer live zum Wetter im Ersten. Es ist in den letzten Tagen wechselnd bewölkt gewesen, meine Damen und Herren, aber das ändert sich jetzt alles, denn es kommt ein riesiges Hoch, das Hocharschgeige. Und wir freuen uns alle dramatisch, dass es kommt, insbesondere Ina Müller, die hat es nämlich persönlich gekauft. Schauen Sie hier, es zieht in Richtung Deutschland, vertreibt die Wolken, und das finden wir alle so gar nicht arschig. So wäre es, ne? So wäre es gut, oder? Sven Blöger, ganz schön. Jetzt ein bisschen ist, wenn ich jetzt immer Wetter gucke, kann ich das gar nicht mehr ernst gucken. Ich werde dich jetzt immer sehen. Das Problem werden alle Zuschauer drauf, dieser Sendung mit der haben. Perücke drauf und immer so dich so mir vorstellen und immer hoffen, heute wird er das Hocharschgeige ansagen. Ich bleib dran. Wollen wir mal Bierdeckelchen einsammeln? So. Warte, ich mach mal eben erst ich. Entschuldigung, sage ich sonst nicht so viel. Ja, morgen wieder. Morgen ist Röckchen wieder dran, ja? Ja, gut. Wieder Land in Sicht. Ich muss mal gucken, ob was oben ja, ist. Ja, kommst du da so hoch? Ja, ja. Kommst du klar? Ich komme sehr gut klar. Was macht der? Verhüten Sie mit der Temperaturmethode. Sehr lustig. Heute haben wir Pegel. Wer war das? Bitte melden. Sehr gut. Da traut sich keiner. Das ist aber lustig. Ich find's auch lustig. Hast du einer Frau schon mal ein Hoch geschenkt? Hast du schon mal zu einer Frau gesagt, oh, komm mit, ich zeig dir mal ein Hochdruckgebiet oder sowas? Ja, das habe ich ein paar Mal, das habe ich früher ein paar Mal gemacht. Echt? Und ich weiß, sie funktionieren nicht gut. Ehrlich? Ja, sie gehen in die Hose. Ja, ja. Kommt die Erkältung echt von kalt und kaltem Wetter? Nee, das kommt von Bakterien. Also zum Beispiel die Inuit auf Grönland, die werden praktisch überhaupt gar nicht krank, weil es eben so kalt ist, weil sich in dieser eiskalten Luft die Bakterien gar nicht so vermehren können. Das heißt also, Kälte von selber kann nichts. Es ist Feuchtigkeit, es ist sogar eher diese warm-feuchte Temperatur, die dazu beiträgt. Jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Haar vor meinem Auge. So was habe ich noch nie Frage. Erlebt. Das ist ganz, ganz schön nervig, Neues. Ne? Ja, das kenne ich und überhaupt auch, nicht. Und merkst du auch, dass es auf dem Kopf auch wärmer ist auf einmal und so? Boah, und man kann, weißt du, du kannst auch so cool so... Ja, ja, das kenne ich ja auch ist nicht. Ist schon auch warm dann, ne? Dann könnte die hier noch so ein bisschen hinters Ohr klemmen. Ja, großartig. Findest du das deine
Stylistin ihr Geld wert ist. Ja, auf jeden Fall. Kannst du ein Erdbeben voraussagen? Nein. Könntest du auch nicht? Nein. Ich glaube... Ich kann auch kurz antworten, ne? Ich bin jetzt noch mehr Fan, Sven. Schön! Ist das nicht schön? Ina! Ich freue mich so, wo wir gerade sagen Erdbeben. Großartig. Wo wir sagen Erdbeben. Ich habe eine Band gehört, eigentlich eine CD gehört und habe gedacht, boah, Wahnsinn. Die würde ich gerne mal einladen, aber das war so tolle, besondere Musik, dass ich dachte, wie wollen die das live hier umsetzen? Dann habe ich aber nachgefragt und sie haben gesagt, doch klar, das kriegen wir hin. Und heute sind sie da und ich freue mich so. Unice! Hallo Maya! Für die Einladung. Hallo Sven, das ist Steffen, Maya, Maya, Sven, hi. Steffen, hello, Maya. Hallo Maya, hi. Maya, ja, wie werdet ihr richtig ausgesprochen? Judice, hätte ich jetzt gesagt. Judice. Die Band. Judice. Judice. Und ihr singt auf Jiddisch. Genau. Also und die ich dachte immer, Jiddisch wäre Hebräisch, aber ist es gar nicht, ne? Nee, das sind zwei verschiedene Sprachen. Jiddisch ist Osteuropa-Sprache und Hebräisch ist Hebräisch. Der Song heißt, sage ich es richtig, Yankele? Richtig. Oh, so toll, toll, toll. Ich freue mich, dass wir heute eingeladen sind. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir hören jetzt ein ganz, ganz tolles Lied, Yankele. Genau. Yankele. Viel so Spaß. Eher, ne? Ja. Dankeschön. Toll, toll, toll. Danke. Judice! Mein Jacke, mein Schäden.